So, heute ist der 25.05. Es ist gerade 22.32 Uhr, glaube ich. Was habe ich in den letzten Tagen so gemacht? Ich war an der Uni, habe studiert. Mit anderen Worten, ich habe viel gelernt, denn ich habe ungefähr in 5 Tagen habe ich meine Prüfung in Physiologie. Und es ist ziemlich viel Zeug zum Lernen und ziemlich anstrengend. Ansonsten hatte ich gestern einen Moment, wo ich dachte, mein Herz würde mir platzen. Einfach aus dem Grund heraus, ich habe gestern mein Seminar über Sicherheit und Gesundheit auf der Arbeit gehabt. Und ja, wir müssen nächste Woche ein Seminar sozusagen halten. Also eigentlich ist es mehr oder minder ein Vortrag, mehr ist es nicht. Und ja, die Leute haben immer noch nichts großartig vorbereitet gehabt. Ich habe seit ungefähr 5 Wochen geredet, dass wir uns eben treffen müssen, dass wir das besprechen müssen, dass wir es organisieren und so weiter, wie wir das machen, klar. Und da ist mir dann mal wieder aufgefallen, wie sehr deutsch ich doch eigentlich bin, was das angeht. Was ja an sich eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber in dem Moment hier nutzt es einem nicht so viel, weil ja, die Leute haben halt so eine leichte Mentalität, die Sachen so zu machen, dass sie halt am Tag, wo es fertig sein soll, ist es fertig. Natürlich haben wir das in Deutschland auch, aber wir fangen trotzdem früher an, das zu machen. Und ja, da bin ich gestern ein bisschen ausgetickt. Also ich bin, glaube ich, ziemlich ausgetickt, muss ich sagen. Aber aus dem Grund heraus, weil mich das aufgeregt hat, weil ich schon seit 5 Wochen darüber geredet habe, dass ich jedes Mal eben gesagt habe, dass wir das machen müssen und so weiter. Und ja, das war nicht so toll für mich gewesen insgesamt. Ansonsten, was habe ich sonst gemacht? Habe mich heute das erste Mal getroffen mit meiner Gruppe für Sao Paulo. Und zwar folgendes: Es könnte sein, dass ich im Juli halt nach Sao Paulo fliege. Und zwar auch zu so einem, praktisch zu einem Psychologie-Kongress aller Psychologiestudierenden. Und dafür mache ich halt, oder da gibt es halt eine Gruppe für. Und diese Gruppe wird halt ein Thema über Psychologie und Arbeit erarbeiten sozusagen. Und da bin ich schon gespannt, wie das läuft. Aber im Endeffekt verheißt das jetzt in der nächsten Zeit eigentlich nur Arbeit. Richtig, richtig viel Arbeit. Schon allein auch, weil die Conny kommt rum, ich will was mit der Conny machen. Und ja, weiß nicht, da wird mir mein Arsch ganz schön auf Grundeis gehen, weil ich muss halt die ganze Zeit eigentlich, will ich mich um die Conny kümmern, aber andererseits muss ich halt diese Arbeit machen, vor allen Dingen auch lernen. Und ja, müssen wir mal schauen. Also freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja. In dem Sinne, ich grüße jetzt mal alle Leute, die in Deutschland noch zugucken, obwohl sie gerade in ihrer Bachelorarbeit sitzen oder halt lernen oder beides gleichzeitig machen oder halt gerade keinen Bock haben und deswegen das Video gucken. Ich grüße auch meine Eltern. Ganz, ganz doll lieb. Und ja, ich muss mal gucken, wann ich das Video hochlade. Mal schauen. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts Neues an. Achso, der Kühlschrank ist kaputt gegangen. Das war sehr toll. Also mit anderen Worten, wir haben den Inhalt des Kühlschranks mehr oder minder verloren. Ich weiß nicht, nicht wahrscheinlich am Motor. Ich habe heute das Kabel ausgetauscht, beziehungsweise mal ein bisschen gekürzt und geguckt, ob es funktioniert, aber nee, ist nicht. In dem Sinne, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao. Oh, da bin ich mal wieder. Ich habe was vergessen. Und zwar, ich habe heute ein T-Shirt an, was ich eigentlich noch nie, glaube ich, in den Videos anhatte. Also ja, so kaum anhatte bis jetzt. Und zwar das offizielle T-Shirt von der UFPE. Das habe ich vor 3 Monaten geschenkt bekommen. Zur Begrüßung halt, dass ich hier Austauschstudent bin und so weiter. Und monatelang darauf warten kann, dass ich überhaupt irgendwas aus Deutschland kriege. Ja, ich zeige euch mal das T-Shirt. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Ich habe nämlich schon mal aufgenommen, da hat man bloß nicht das T-Shirt gesehen. Ja, wie gesagt, das ist das T-Shirt mit und ohne Fettflecken von mir. UFPE, wisst ihr ja, Universidad Federal de Pernambuco. Und ja, das war es eigentlich schon. Und tschüss.